Hi Leute, heute geht's um den Wilhelm Evermann Single Malt Whisky. Man hört es schon, wir haben es mit einem deutschen Whisky zu tun. Er kommt aus der Bimmerle Brennerei, hört sich nach Auenland an, sie liegt im Schwarzwald und dort wird mit modernster Technik und nachhaltig destilliert. Sie wurde aber nicht einzig errichtet, um Whisky zu brennen, eher kennt man sie für ihren Brand, Geist oder Likör. Oder wie in meinem Fall Gin und sogar Spiced Rum, welche uns hier in der Bar mal vorgestellt wurden. Fand ich nicht schlecht, besonders Preis-Leistung war gut. Das hat auf den ersten Blick auch auf den hier abgefärbt, denn hier gibt es einen Single Malt Whisky mit 42 Volumenprozent Alkohol für 34 Euro. Und ein deutscher Single Malt in der Preisklasse, welchen ich gut fand, vielleicht ja der. An der Flasche wurde schon mal nicht gespart, denn die ist schwer und wirkt wertig mit einem für meinen Geschmack gelungenen Design. Dann gibt es auch noch eine Menge Text zu lesen mit sporadisch relevanten Informationen. Double Distilled Single Malt Whisky. Es gibt auch einen Blend, hier haben wir nur gemälzte Gerste und die wird zweifach destilliert, wie auch in Schottland üblich. Hand Selected Malted Barley. Das da. Matured in 7 different wooden barrels. Stopp! Bevor hier einer meckert, dass der Whisky bei so kleiner Auflage ja gar nicht mehr verfügbar sein wird, muss ich euch erklären, was sie uns sagen wollten. Dieser Whisky lag nämlich nicht nur in 7 verschiedenen Fässern, sondern in 7 verschiedenen Fasstypen. Und die waren alle wooden. Nur um klarzustellen, kein Glas, Keramik oder Pappfass, Holzfässer. Damit aber noch nicht genug, denn Gerste und Fässer are as intense and authentic as Wilhelm Evermann. Ich kenne Wilhelm jetzt nicht. Scheint aber ein intensiver Typ zu sein. Und so ein bisschen Personenkult hat noch kein Whisky geschadet. An outstanding whisky, married by our Black Forest Master Distiller, sticking to family tradition. Nicht irgendwelche Master Distiller, Schwarzwälder Master Distiller. Das sind bekanntlich die krassesten. So fähig, dass sie den Job des Master Blenders gleich mit übernehmen und die Whiskys miteinander verheiraten, bis er outstanding ist. So, kommen wir mal zu dem einzig interessanten Punkt. 7 verschiedene Fässer. Neuer Rekord hier auf dem Kanal. Bisher war es ein Teeling Single Malt mit 5 Fasstypen. Und das ist ein verdammt guter Deal. Welche Fässer und wie sehr die ausgebrannt sind, das steht auf der Rückseite. 60% des Ganzen lag in Ex-Bourbon-Fässern, das bildet quasi die Basis. Und dann haben wir neue Fässer aus amerikanischer als auch deutscher Eiche, als auch Akazienfässer. Jo, hier in Deutschland haben wir Spielraum, was die Holzsorte betrifft. Deshalb ist auch ein Kastanienfass dabei und Oloroso Sherry als auch Süßweinfässer komplettieren die 7. Das klingt doch interessant. Er lag zwar doppelt so vielen Fässern wie tatsächlich Jahre im Fass, aber dennoch interessant. Sein starker Charakter unterstreicht die intensive Leidenschaft für den heimischen Schwarzwald. Labern können sie wie die Schotten. Jetzt kommen wir mal zum Eingemachten und dafür gebe ich ab an unsere Profis. Willkommen zu einem weiteren Whisky-Tasting mit unseren Vollprofis Prometheus und Konrad. Anders. Eingangs möchte man Lebkuchen sagen, aber es sind schon fast asiatische Gewürze. Wirklich kaum zu vergleichen. Ob man sich hier als Fan schottischer Malts wohlfühlt, ist nicht gesagt. Es gibt auch Dinge, die man wiedererkennt. Kirsch, getrocknete Früchte, Ahornsirup und Leder. Eher so die Lederpflege. Derartige Jugend lässt sich einfach schwer verstecken. Der Alkohol zieht die Aromen mit, aber sie wirken zusammengesetzt, so wie ein dunkles Parfüm. Nochmal zur Erinnerung, wir haben hier einen deutschen Malt Whisky, 0,7er Flasche für 34 Euro. Und dafür ist der voluminös, hat Süße, hat Holz. Cheers! Holz ist ein gutes Stichwort. Das bringt dunkle Schokolade und Kaffee. Hört sich reif und alt an. Schmeckt aber tatsächlich noch jünger, als er gerochen hat. Ja komm, so wenig ist er nur auch wieder nicht. Ja, am Anfang ist da ein Anflug von einem schwer zu definierenden Allerlei. Dann etwas bitter. Und dann nur noch Alkohol, der nichts mehr in den Taschen hat, außer das Destillat selbst. Das ist einer der günstigsten deutschen Single Malts. Ich freue mich über das, was da ist.
Ich finde es schade. Vielmehr hätte mich interessiert, wie der Whisky aus dem Akazienfass, Kastanienfass oder von mir aus auch nur Ex-Bourbonfass schmeckt. Es ist, als hätte von vornherein festgestanden, dass dieser Whisky aus 7 Fässern zusammengesetzt wird. Pro und Con, meine Damen und Herren, Pro und Con. Wem würden Sie vertrauen? Pro und Con. Wilhelm Evermann, Single Malt Scotch Whisky. Falsch, kein Scotch. Schwarzwald und dort wird modern... Holz ist ein gutes Stichwort. Die bringt dunkle Schokolade und Kaffee. Die Holz. Sie liegt im Schwarzwald und dort wird modernster... modernster... An outstanding Black Forest. Man hört es... Immerle.